Herzlich willkommen bei Sam, Soul and Mind, dem 1717 Talk. Mein Gast heute, Brigitte. Sie ist Wissensvermittlerin, sie war Heilpraktikerin und sie ist Geschäftsfrau. Ich freue mich sehr, dass sie bei mir ist. Hallo Brigitte. Sam. Hallo. Jetzt kennen dich ja vielleicht schon ein paar Menschen von unseren Seminaren aus der Liebnizmühle. Wir sind ja auch hier an diesem wunderschönen Ort gerade. Das ist unser Freiluftbüro. Und ja, Auftakt der neuen Seminarwoche heute. Ganz viele Fragen nach deinem Kanal und wer denn eigentlich die Brigitte ist. Ja. Ja. Wer bin ich? Soll ich noch eine Vorlage machen oder steigst du einfach gleich ein? Ich probiere es einfach gleich einzusteigen. Ich habe mich schon so viel verändert in meinem Leben, dass ich muss einfach jetzt und hier sprechen für das, warum ich hier angekommen bin, warum ich euch hier gefunden habe und meine Themen hier so reinpassen. Und das schlägt wieder einen Bogen zurück in meine wilde Jugend, wo ich schon mal aufgebrochen bin und alles anders und besser machen wollte und viele Fehler gemacht habe. Und bis ich gemerkt habe, so geht's nicht. Und dann habe ich lange gesucht und immer nach Wissen gesucht, was funktioniert, und habe viel gefunden. Und für mich ist es immer an dem menschlichen Miteinander dann doch gescheitert, wo ich gesehen habe, nee, auf diese Art und Weise geht es nicht weiter. Wir brauchen Werkzeuge, die zwischenmenschlich funktionieren, und zwar mit dieser ganzen Vielfalt. Ja, der eine ist Unternehmer, aus dem machst du keinen Angestellten. Der andere ist, der möchte gerne einen Job haben, den er super ausführen kann, aber er kann nicht die Endentscheidung treffen. Und diese Bedürfnisse und Qualitäten, die gehören alle adressiert und gewertschätzt. Und ja. Jetzt sei verraten, die Brigitte ist bei uns ein bisschen zuständig für das Thema Gesundheit, aber auch das, ja, Menschsein, miteinander leben. Da hatten wir Gesetzeskreis, war auch dann ein Workshop, der sich entwickelt hat in der letzten Woche, wo es wirklich auch um gesunden Austausch, Kommunikation und so weiter geht. Also du kommst schon von innen nach außen, sage ich mal. Also deine Themen sind, dass jeder Mensch selber in sich schauen darf. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung, um dann zu schauen, wie man miteinander harmoniert und auch kreativ sein kann. Das ist dein Platz in unserem Feld geworden. Ja, und der Gesetzeskreis ist für mich eine Form wie Menschen, also eine Gemeinschaft, egal ob das jetzt eine Großfamilie, die wir ja nicht mehr haben, ist, oder ob es eine Lebensgemeinschaft ist oder eine Dorfgemeinschaft oder ein kleiner Stadtteil, wie sich so eine Gemeinschaft selbst die wichtigen Entscheidungen fällen kann, ohne Einfluss von außen oder auch ohne Einfluss von innen, also dass einer übernimmt, so eine feindliche Übernahme, die kann ja von außen und von innen geschehen. Und der Gesetzeskreis ist für mich ein geniales Konstrukt aus alter Zeit, wo wir lernen können, wie sowas wieder ausschauen könnte, wo jeder seinen Platz findet, wo wir eine absolute Ausgewogenheit zwischen den weiblichen und den männlichen Energien haben. Und wo die Jungen ihren Platz haben, mit ihrer rebellischen Kraft und nicht instrumentalisiert werden. Und die Alten ihren Platz haben mit ihrer Weisheit und alle zusammen Entscheidungen fällen, die für die gesamte Gemeinschaft wichtig ist. Das ist der Gesetzeskreis. Und mein Thema, mit dem ich hier eingestiegen bin, ist die germanische Heilkunde. Und auf die bin ich gestoßen, weil 2012 mein Leben zusammengebrochen ist. Ich hatte keine Kraft mehr, ich habe eine Diagnose bekommen, die war für mich desaströs. Und Gott sei Dank nur eine Operation mit den Auswirkungen, mit denen ich heute noch zu leben habe. Aber das geht, das ist kein wirkliches Thema. Ich bin trotzdem dankbar dafür. Damals war das meine Rettung, weil ich sonst an der Angst gestorben wäre. Und dann habe ich immer weiter gesucht, wie komme ich aus der Angst raus, aus der Angst vor dem Rezidiv. Das ist ja fast noch schlimmer. Und jeder kommt und weiß was. Ja? Ja. Jeder, der keine Ahnung hat, kommt und weiß was. Jeder will helfen. Der Impuls ist ja positiv. Aber genau. Zu viele Angebote. Ja.
Und dann ist mir eingefallen, da waren doch mal zwei goldene Bücher. Die habe ich damals, wo ich mit der Praxis angefangen habe, faszinierend gefunden. Das Wissen daraus hat meinem Vater 4 Lebensjahre geschenkt, ohne dass er wusste, was es war. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt studierst du das. Und dann habe ich es in der Tiefe studiert. Und das hat mich dermaßen umgestülpt. Und die Angst ist dabei so mehr und mehr und mehr einfach verschwunden. Und ich habe in der Zwischenzeit einige Sonderprogramme, es gibt ja keine Krankheiten in dem Sinn, sondern nur sinnvolle biologische Sonderprogramme, selbst durchlebt, wo die Schulmedizin nichts weiß. Und einfach, ja, egal. Und ich wusste den Konflikt, ich wusste die Lösung und ich wusste, wie lange die Heilungsphase geht. Mhm. Und genau so war es. Mhm. Und da waren die Schmerzen plötzlich relativ. Mhm. Und nicht mehr, oh, jetzt bist du so alt, jetzt wird es nur noch schlimmer. Mhm. Das ist ja bei den ganzen Rückenschmerzen so schlimm. Ja? Da kommst du in eine Heilung. Oder Hüftschmerzen, war ich neulich. Ja, und was für einen Unterschied macht es, ob du sagst, oh, jetzt bist du über 60 und jetzt geht's los. Jetzt wird es immer schlimmer. Das ist ja quasi der Anfang vom Ende. Oder wenn du denkst, ah, da habe ich einen Selbstwertkonflikt gelöst. Was war denn das? Ah! Dann macht es fast Spaß, ja, das durchzufühlen. Ja, das habe ich gelöst. Jetzt muss ich halt ein bisschen schonen. Und es war ein paar Wochen und dann war es gut. Mhm. Und das ist ein absoluter, alles auf den Kopf gestellt. Prozess. Mhm. Und ja. Jetzt verrate ich den Zuschauern noch, du bist nämlich als Gast mal bei uns gelandet und hast dann gesagt, du würdest als Geschenk gerne mal ohne Kamera auf die Bühne gehen und würdest den Menschen, die Lust haben zuzuhören, eben Einblicke in die germanische Heilkunde geben. Das hat mich und auch die anderen aus der Gruppe so berührt. Du hast so eine Präsenz, also du hast sie immer, dass wir gesagt haben, Wahnsinn, was für eine tolle Frau. Und du hast eben gesagt, ja, beim Gesetzeskreis, die Alten, die Weisen und Wissen haben alle einen Platz. Und dann habe ich gedacht, oh, die Brigitte, die wäre unser Pendant zum Mario. Und sie müssen wir unbedingt dabei haben. Und so ist im Grunde ja unser Zusammenwachsen auch jetzt über ja, ein Jahr schon fast passiert. Und dann hast du immer mehr mitgebracht und immer mehr Schätze, von denen wir gar nicht wussten, dass du die alle im Gepäck hast, so Stück für Stück uns dann dargeboten. Ich würde mich interessieren und die Zuschauer vielleicht dann ja auch, wie ist denn dein Weg gewesen? Also auch das Thema Schamanismus hast du mitgebracht. Wie ist dein Weg, dein persönlicher Weg gewesen und hast diese ganzen Impulse und Angebote für dein Leben gefunden? 17 Minuten haben wir. Oh. Ja. Ich glaube, wir haben sogar vergessen, die Uhr einzuschalten diesmal. Ja, also ich war immer schon jemand, die große Zweifel mitgebracht hat als Grund. Ich war immer schon jemand, die viel nachgedacht hat, die den Dingen nachgespürt ist, hat, ist, ja. Und nach Lösungen gesucht hat, die einfach stimmen. Und zwar, das merkt man ja körperlich, ob was stimmt oder nicht. Und wenn was nicht stimmt, hat man körperlich irgendwie, also ich habe körperlich dann, bis ich dann merke, ah, so läuft der Hase. Und dann ist wieder alles in Ordnung. Mhm. Also diese innere Stimme oder dieser innere Barometer. Mhm. Und nachdem habe ich, also deswegen bin ich dann auch auf dem schamanischen Weg gelandet, weil da hieß es plötzlich, du kriegst zwar ein Teaching, aber geh raus damit in die Natur und frag den großen Geist selber. Frag die Natur. Krieg deine Antworten aus der Natur. Mach dich einfach auf. Und da habe ich die wichtigsten Antworten meines Lebens bekommen. Also was zum Beispiel für mich Heilung bedeutet. Und also im spirituellen Sinne zum Beispiel. Und als ich dann einen Heilkreis hatte wegen dem Krebs, war das Wichtigste für mich, dass ich vorher selber im Gebet war und herausgefunden habe, jetzt geht es darum, dass ich mich, also spirituell, für mich entscheide. Und zwar bedingungslos. Was bisher mein Leben, da gab es immer Wichtigeres. Visionen, Ideen, Projekte, Loyalitäten und so weiter. Ja, ja.
Und mich habe ich in gewisser Weise, obwohl ich sehr viel Selbstwert habe, aber mit der Selbstachtung hat es immer so ein bisschen gehapert. Da habe ich mich dann zurückgenommen und das hat mir nicht gut getan. Bis ich in einer fast auswegslosen Situation war, wo ich mich habe sagen hören, ich spüre eine Todessehnsucht. Und da bin ich so erschrocken. Das wusste ich nicht bewusst. Und dann bin ich ins Gebet gegangen und habe gemerkt, jetzt musst du dich für dich entscheiden. Sonst hilft dir keine Methode, gar nichts, wenn du dich nicht für dich entscheidest. Und es hat dann lange gedauert. Ich musste mein Leben verändern. Ich musste die Praxis aufhören. Ich musste auch den spirituellen Weg, der war auch zu Ende. Und musste ganz vieles machen. Welches Alter war das ungefähr? 2012, da war ich, also vor, jetzt kann ich gerade nicht rechnen, bin ich so aufgeregt. Ja, egal. Also Praxis aufgegeben, ja. Alles losgelassen. Alles losgelassen, ja. Und also Familie war natürlich da. Und mein Einkommen war, also von meinem Geschäft war da, sonst kann man nicht alles loslassen, ja. Das ist klar, das will ich auch nicht eine falsche Botschaft geben. Aber ein paar Menschen haben mich da so bekräftigt, zum Beispiel aus meinem Geschäft, hat gefragt, wie hoch ist dein Einkommen? Kannst du davon leben? Ja, also, mach eine Pause, solange du es brauchst und ich weiß, du kommst viel stärker zurück. Als jetzt. Und ja. Da habe ich gemerkt, da glaubt jemand an mich. Mhm. Auch eine gute Freundin aus München hat gesagt, du kannst es jetzt zwar noch nicht sehen, aber ich weiß, wenn du das hinter dir hast, dann hast du so viel rausgezogen. Und es stimmt. Und kriegst gerade wieder Gänsehaut. Weil das ist es, was ein Mensch braucht, dem der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Ein Mensch braucht Menschen, die an ihn glauben. Der braucht auf gar keinen Fall Todesurteile von sogenannten Experten und Todesangst. Das braucht er gar nicht, im Gegenteil. Und ja, und in dieser Zeit sind mir einfach die Dinge bewusst geworden, die wichtig sind, die entscheidend sind. War die Germanische da schon Teil? Noch nicht. Erst ein Jahr später, wo ich dann gemerkt habe, ich komme aus lauter Ernährungsumstellung und hin und her und das nicht. Und was man alles vermeiden muss, wenn man Gifte vermeiden möchte. Also du schaffst das gar nicht. Und da habe ich gedacht, also jetzt muss ich muss was ändern, um aus der Angst herauszukommen. Mhm. Und dann habe ich die Germanische studiert, war auch noch mal ein paar Irrwege, bis ich dann zum Helmut gegangen bin, zum Helmut Pillar und dort die ganzen Webinare besucht habe und die Sache richtig studiert habe. Und da habe ich viel Zeit investiert und immer noch, weil ich... Das hört ja nicht auf. Nee. Und ich möchte mich da auch ausbilden zum richtig fundierten Lehrer oder Lehrerin. Mhm. Und es macht mir unglaublich Freude, Menschen in ihre Kraft zu bringen. Dass Menschen selber sehen können, aha, alles gut, ich bin in der Heilungsphase, jetzt schone ich mich ein bisschen und vermeide irgendwelche Aufregungen oder also Aufregung im Sinne von Angstmacherei. Ja, das ist auch deine Aufgabe in unserer Gruppe ja auch geworden. Nicht nur, dass du mit den Gesundheitsthemen oder vielmehr mit dem Wissen, was du hast, was du mitbringst aus deiner Erfahrung auf der Bühne bist, sondern eben auch in kleineren Gruppen zurückgezogen, zu gucken, wie ist die Kommunikation, wie können Menschen sich bestmöglich verbinden. Denn das ist, was unsere Zeit, glauben wir, die wir hier sind, ja, mehr denn je braucht. Ja. Das wirkliche Verbinden, das physische Beieinandersein. Und dann braucht es diese Leuchttürme, so sagt die Ina immer bei uns aus der Gruppe. Es braucht die Leuchttürme, wo sich die anderen dann auch so ein bisschen dran langhangeln können. Ja, oder Katalysatoren, die das zum Vorschein bringen. Also wir haben zum Beispiel eine Kommunikationskultur, wo wir immer irgendwie nochmal einen drauf und nochmal und der will nochmal was Schlaueres sagen und so. Es geht immer so Ping-Pong-mäßig. Wunderbar für extrovertierte Menschen. Wenn jemand langsam ist und introvertiert, kommt überhaupt nicht mit. Ja, hat keine Chance. Und was wir auch lernen dürfen, ist wieder hinzuhören und Menschen ausreden lassen.
Und das ist so eine Freude, wenn jemand, der sonst nie zu Wort kommt, endlich mal ausreden kann. Und alle hören hin, und zwar mit Verstand, mit dem Herzen, mit dem Bauchgefühl. Und man muss nichts ausdiskutieren. Man kann einfach mal sammeln, was so die einzelnen Blickwinkel sind in so einer kleinen Gruppe. Und es ist so viel wertvoller als dieses Ping-Pong. Ich habe gestern gedacht am Feuer, das wäre schön, das mal am Feuer zu zelebrieren, wo einfach jeder sprechen darf, mit oder ohne Sprechstab, und ausreden darf. Und seine Geschichte erzählen darf, ohne dass er Angst haben muss, der andere hat noch eine tollere und schnappt ihm die Pointe weg oder irgendwas. Das, sowas, das liebe ich, so Situationen. Genau, und das leben wir hier miteinander. Ja. Aber du bist auch für Menschen da, die außerhalb eben dieser Gruppe Rat brauchen. Jetzt mache ich ein bisschen Werbung, weil Brigitte hat ganz, also finde ich super, du hast irgendwie vor einem halben Jahr angefangen, Telegram-Kanal aufzumachen. Ja, ja. Warst ganz mutig, hast mich irgendwie angerufen, ich will jetzt mal ein Video schneiden, wie mache ich denn das am besten, und einen Podcast aufnehmen, und dann hast du einfach gemacht, ganz großartig, hast einen Telegram-Kanal, willst du einmal sagen, wie er heißt? Ja, der heißt Wolfswanderungen. Verlinken wir aber auch. So wie meine Website auch. Genau. Meine Heimseite. Ja, ich bin ein Autodidakt und ich muss immer alles selber irgendwie mir raus zusammenwursteln und so. Und so habe ich das dann gemacht. Das erste Video habe ich gleich wieder verworfen, das war nichts. Aber ich habe ja so eine Angst gehabt, man zerreißt mich in der Luft, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe. Und dann habe ich gemerkt, bei dem ersten Video, was über Hayos Kanal gegangen ist, das hatte an die 45.000 Klicks und ganz viele positive. Und keiner hat mich verrissen. Und ich habe es dir vorher gesagt. Keiner. Das wären jetzt unsere 17 Minuten. Ja. Ich möchte aber noch sagen, dass die Brigitte unbedingt ein paar Klicks gebrauchen kann, dass ihr nämlich ihrem Kanal folgt. Da habe ich gesagt, das verspreche ich dir, wenn wir ein 17-17 machen. Denn auch Danke. Das hat gedauert. Ich glaube, vor einem halben Jahr habe ich schon mal angefragt, so das erste Mal zart, ob du mit mir vor die Kamera gehen würdest. Und wir haben erst dieses Miteinanderleben und Zusammenwachsen zelebriert. Und das war doch jetzt ein Spaziergang, oder nicht? War gut, ja. Mir war es eine Freude. Vielen Dankeschön. Dank, liebe Brigitte. Ich freue mich auf viele Stunden und Online-Material auch für die Zuschauer. Und sende ein Lächeln dort draußen hin.